Dieser Tod von George Floyd hat mich wahnsinnig betroffen. Ich habe das gehört, erst einmal mehrfach erzählt bekommen. Ich wusste, es gibt das Video und wollte es aber erst mal nicht sehen, weil ich sowas nicht gerne anschaue. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss es anschauen. Ich muss wissen, was war. Das hält man irgendwie kaum aus. Also das Problem ist ja, der war wehrlos, der war gefesselt mit den Händen auf dem Rücken. Der hat nie irgendeinen Widerstand geleistet, alles mit sich machen lassen, ist gefolgt. Und dann haben sie ihn eben auf den Boden geworfen und der Officer ist mit dem Knie hier auf den Hals und er hat keine Luft mehr bekommen. Und das geht 8 Minuten 41 Sekunden. Das hält man nicht aus. Er bittet und wimmert und ruft nach seiner Mama und dann sagt er immer, Officer, Sie töten mich, ja, und dann sagt er, I can't breathe, I can't breathe, und es gibt keine Reaktion. Also diese unglaubliche Kälte die Augen habe ich nicht gesehen, sondern in der ganzen Haltung des Polizisten und der anderen 3 Polizisten, die dabei waren, es waren ja 4 im Ganzen, und dann Passanten, die gebeten haben, dass sie aufhören, weil er stirbt. Und sie haben trotzdem weitergemacht. Das ist wahnsinnig schwer auszuhalten. Also auch dieses Gefühl, dass man, ich meine, wenn du überfallen wirst, wenn dir wirklich was passiert, wer hilft? Das ist die Polizei. Und wenn du dann von der Polizei misshandelt und getötet wirst, da ist irgendwie keine Rettung mehr, keine Hilfe. Und dieses Gefühl von, in dem Fall dann weißen Polizeibeamten, über das Leben eines anderen bestimmen zu können, ja, es in der Hand zu haben und dann zu entscheiden, ich lösche dieses Leben aus, das macht wahnsinnig Angst. Und ich kann unglaublich gut verstehen, dass das so eine weltweite Bewegung hervorruft. Denn es ist ja ein Muster, das sich durchzieht durch die Kultur über Jahrhunderte, in Amerika ganz besonders. Amerika ist irgendwie aufgebaut auf diesem Problem, ja, dass man erstmal die Menschen, die dort gelebt haben, umgebracht und vertrieben hat. Später auch da, wo sie noch in Siedlungen lebten und durchaus die europäische Lebensweise angenommen haben, trotzdem, wenn sie irgendwie im Weg standen, einfach beseitigt haben. Und dann eben die Schwarzen gekauft hat, wie eine Ware auf Märkten gehandelt und für sich hat arbeiten lassen. Ja, das schafft ein bestimmtes Verhältnis, das offenbar so leicht nicht aus den Menschen rauszubekommen ist. Und dennoch glaube ich, es ist kein amerikanisches, es ist ein weltweites, es ist auch ein europäisches Problem. Und es steckt tief in den Menschen und es steckt tief in unserem Umgang miteinander und auch in unserem Umgang mit der unbelebten und der belebten Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Überall haben wir immer noch diesen Beherrschungs-, diesen Eroberungsgestus. Man kann ja über diese ganze Corona-Geschichte in allen Richtungen streiten. Aber ich fand zum Beispiel wirklich interessant, dass man ganz viele Maßnahmen, auch sehr überzogene, übertriebene Maßnahmen ergriffen hat, einfach um Menschenleben zu schützen. Dass man nicht mehr so einfach wie früher Menschenleben massenweise opfert und sagt, na gut, das ist dann halt deren Schicksal, sondern dass jeder Mensch zählt und jeder Mensch die Würde hat und wir kämpfen um jedes Menschenleben. Und das ist schon verrückt, wenn man dann in den USA zum Beispiel zu Hause eingesperrt ist, mehr oder weniger Lockdown hat, in einigen Bundesstaaten, nicht in allen, und ganz viel tut, auf ganz viel verzichtet, um Menschenleben zu retten. Und dann kommst du raus auf die Straße und siehst zu, wie völlig grundlos und willkürlich ein schwarzes Menschenleben ausgerottet wird. Und dann kommt dieses alles hoch, also auch diese Wut auf eine Polizei, die im Wesentlichen schießen gelernt hat, aber nie reden, das muss man ja auch mal sagen. Die Polizeiausbildung in den USA ist katastrophal, die dauert im Durchschnitt 19 Wochen und davon ist 2/3 ist Schießen, Kämpfen, sich verteidigen und Rechtskunde und Mediation oder wie deeskaliere ich, kommt in der Ausbildung überhaupt nicht vor. Und das kommt hoch, die ganzen Erfahrungen, die Menschen damit machen und die Erfahrungen von 400 Jahre Sklaverei, das kommt hoch. Aber es kommt hoch aus einer neuen Kraft, das ist mein Gefühl, nämlich aus dieser Kraft, jedem Menschen wohnt die gleiche Würde inne und wir dürfen mit keinem Menschen so umgehen, wie mit diesem Menschen da umgegangen wurde. Das scheint mir neu, dass das ein
Tod eines solchen Menschen eine weltweite Bewegung auslöst und dass die Menschen auf die Knie gehen auf der Straße, sozusagen in Ehrfurcht und auch wie um Verzeihung zu bitten für das, was da geschehen ist. Also dass man nicht sagt, was geht mich das an, wenn in Amerika sowas passiert, sondern dass man betroffen ist und das Gefühl hat, jetzt müssen wir was tun. Das ist neu. Die Frage betrifft natürlich überhaupt unser Verhältnis zueinander. Ja? Und dieses Verhältnis zueinander war früher sehr stark bestimmt von äußeren Zuschreiben, Gruppenzugehörigkeiten, auch Hautfarbe, Religion, Nationalität und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in Europa, ich sag mal als Beispiel, vor etwas mehr als 100 Jahren wurde in Deutschland ein Slogan verbreitet: Jeder Tritt ein Brit, jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Das heißt, man war sozusagen, man schrieb alle Rechte den Menschen zu, die zum gleichen Volk gehören, aber die jenseits der Grenze leben und vielleicht genauso wie ich Student oder Arbeiter oder was auch immer sind, die hatten kein Lebensrecht mehr, weil sie Franzosen waren oder Polen oder Briten. Also das muss man im Bewusstsein haben. Wo kommen wir her? In Europa über Jahrhunderte die Diskriminierung der Juden, die Pogrome gegen Juden, Mitte des 20. Jahrhunderts, die fast vollständig gelungene oder der Versuch der vollständigen Auslöschung des gesamten jüdischen Volkes, ja. Der Kampf gegen Homosexuelle, es hat bis in die 80er Jahre gedauert, bis man in Deutschland zum Beispiel offen homosexuell leben darf. In manchen Ländern ist das immer noch nicht der Fall. Also wir kommen von dem, dass wir Menschen von außen betrachten, Gruppen zuordnen und dann be- oder verurteilen. Und wo wir hin müssen, ist, dass wir alles das überwinden, weil alles das nicht das Wesentliche ist. Und das Wesentliche ist die freie Persönlichkeit, ist die Würde. Und die Würde ist sogar unabhängig davon, ob der Mensch selbst immer würdig handelt. Das ist das Schöne an der Würde, dass sie eigentlich sozusagen im Konjunktiv geschrieben ist. Jedem Menschen kommt dieselbe Würde zu, egal ob er sie in jeder seiner Handlungen realisieren kann oder nicht, einfach weil er Mensch ist und weil er diese Möglichkeit hat zur Entwicklung, zur Freiheit, zur Erkenntnis, auch zur Selbstkritik. Und das ist, wir leben in einer Welt, in der diese beiden Kräfte sich durchdringen und einander begegnen und immer wieder aufeinander stoßen. Wir führen ja immer noch an vielen Stellen der Erde Kriege. Wir haben Pogrome, etwa bei den Rohingya in Myanmar oder in anderen Ländern. Im Nahen Osten, Palästina, Israel. Wir haben in ganz vielen Ländern Kriege, wo Religion, Ethnik, nationale Zugehörigkeit eine entscheidende Rolle spielen für die Frage, ob jemand leben darf oder nicht, ob man mit jemandem befreundet sein darf oder nicht. Wir haben auch in Europa angesichts von Corona die nationalen Grenzen wieder hochgezogen. Also das ist nicht weit weg, das ist nah hier. Und deswegen braucht es ständig neu eine ziemlich radikale Entscheidung für diese Würde und dieses Recht jedes Menschen und dafür, dass ich mich entscheide, über alles Äußere hinwegzusehen und zu versuchen, durchzudringen, durchzustoßen zu dem, was wirklich der andere Mensch ist. Die Sektion für Sozialwissenschaft ist natürlich die, in der das vielleicht am deutlichsten in Bezug auf die sozialen Gestaltungsfragen eine Rolle spielt. Und da muss ich sagen, da ist mir die Bewegung in manchem noch zu zögerlich oder zu verkürzt, ja, weil natürlich Black Lives Matter und es gilt dafür einzustehen, dass alle die gleiche Würde haben, alle gleich zählen. Aber was heißt das? Ich finde, es genügt nicht, dass man sozusagen den Antirassismus irgendwo ins Gesetz schreibt oder dass man das Wort Rasse aus den Gesetzbüchern tilgt. Das ist alles richtig. Aber das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, wir müssen alle Verhältnisse beseitigen oder überwinden, in denen Menschen unterworfene sind unter den Willen anderer Menschen. Das heißt, wir müssen in der Praxis, in der sozialen Wirklichkeit, in der rechtlichen Wirklichkeit, auch in der ökonomischen Wirklichkeit, jedem Menschen seine volle Würde zugestehen. Und das heißt, dass wir unsere Wirtschaftsordnung verändern, dass wir unser Arbeitsleben verändern, dass wir unsere Rechtskultur verändern. Die Rechtskultur so, dass die Menschen sich nicht mehr empfinden als Objekte der Entscheidung anderer, also dass nicht von oben nach unten dekretiert wird, was Gesetz ist, Richtlinie, Verordnung und wonach sich die Einzelnen richten müssen, sondern dass die Menschen erleben, wir selbst gestalten gemeinsam das Recht, dass jeder Mensch
mitwirken kann, wenn es um die Gestaltung des Rechts geht. Durch direkte Demokratie, durch Bürgerbeteiligung, durch ganz viele Verfahren, die heute längst bekannt sind und die dringend überall eingeführt werden müssten. Und im Ökonomischen heißt das, dass wir endlich damit aufhören, dass zum Beispiel Menschen ihre Arbeitskraft wie eine Ware verkaufen müssen. Das ist ja die Lebensrealität der meisten Menschen, dass sie für fremde Zwecke arbeiten, dass sie ihre ganze Fähigkeit, ihre Kraft zur Verfügung stellen und ein anderer bestimmt, was sie zu tun haben. Und ein anderer, wie soll man sagen, kassiert dann auch die Früchte dessen. Wenn die Menschen gut arbeiten, dann gibt es den Eigentümer, der einen riesigen, wie soll man sagen, Gewinn einstreicht, ein großes Vermögen sein eigenen. Das sind eigentlich alles mittelalterliche Verhältnisse. Wenn heute Menschen zusammenarbeiten, dann muss doch die Frage, was der Einzelne bekommt, eine Frage eines fairen, gerechten Teilungsverhältnisses sein, mit dem Blick darauf, was braucht jeder Einzelne. Und nicht dieses alte Prinzip, dass man seine Arbeitskraft verkauft und dann abgespeist wird mit einem irgendwie definierten Lohn. Das gilt natürlich erst recht für Arbeitslosigkeit, ja, die ja in der Konsequenz dann auch Einkommenslosigkeit bedeutet für die Menschen. Längst sind wir so weit, dass wir sagen müssen, jeder Mensch hat ein Recht auch auf ein ausreichendes Einkommen, unabhängig zunächst mal davon, was er arbeitet, als Voraussetzung dafür, dass er seine Fähigkeit in der Arbeit einbringen und entwickeln kann. Also da sind große Veränderungen nötig. Das sind für mich die Veränderungen, die den Rassismus, oder ich sage es jetzt bewusst allgemeiner, das sind die Veränderungen, die damit Schluss machen, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie über anderen oder unter anderen Menschen stehen. Das muss vorbei sein. Und da ist die Anthroposophie, meine ich, wirklich völlig auf der Höhe der Zeit. Eigentlich, wenn wir sie richtig verstehen, ihrer Zeit voraus. Weil sie eben einen Weg zeigt, einen Weg beschreibt, den jeder einzelne Mensch gehen kann, um selbst diese Schlacken, diese Vorurteile, diese alten Formen in sich zu überwinden und zu seinem wirklichen freien Menschentum zu finden, das eben zugleich eines ist mit allen anderen und um eben im Sozialen die Verhältnisse so zu ändern, dass Menschen nicht mehr ausgebeutet werden, unterdrückt, unterworfen werden von anderen, sondern dass wir zu wirklich fairen, gerechten, freien, demokratischen und geschwisterlichen Verhältnissen finden.